Servus Leute, willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Warum bin ich das mit dem Ausblick blöd? Im letzten Part haben wir so einen richtigen Schub erfahren, sind ziemlich weit gekommen für meine Verhältnisse und diesen Schub will ich doch weiter ausnutzen. So, füllen wir mal ein bisschen auf. Wir haben leichte Kopfschmerzen, 16 Zunderbüchsen und viel Öl und wir machen jetzt weiter. Weil es geht ja gar nicht klar. Ich muss beweisen, dass ich Eier in der Hose habe. So, schauen wir mal. Wie kann man das hier hinstellen? Ja, das geht sogar geil. Normalerweise löse ich das immer auf eine andere Art. Ups. Moment, ich kann mit L1 auch? Ne, kann ich nicht. Ich habe jetzt irgendwie automatisch die Dings rausgeholt. Es war wohl unvermeidlich. Die Erschütterung auf der Straße weckte seine Aufmerksamkeit. Als er Fensterläden öffnete, öffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfallenden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Gut. Also wie schon gesagt, hier geht's ab. Lass mich, ich habe eine Laterne. Ich werde sie auch nie nutzen. Also bis hier geht. Also bis zum Kerker. Bin ich selber schon gekommen und davor habe ich auch schon einige Let's Plays von dem Spiel gesehen. Und das kann doch nicht wahr sein. Ich muss das einfach schaffen. Außerdem dieser Baron ist so ein elender Tierquäler. Hoppla. Den muss ich jetzt mal hier in die Schranken reißen. Naja. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Wahrscheinlich eh nicht weit. Die Raffinerie, die wird hart. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als der britische Territorium erreichte, musste nur noch eine Kabine der SS Hortensia nach London reserviert werden. So. Ist hier irgendwo was? Die Raffinerie ist übel. It sure is dark in here. Yes. And there's a good reason for it. But you can light the lamp now. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ja, Katzi. Ich höre jetzt schon die Hunde. Okay. Ich weiß, da vorne kommt jetzt ein Feind. Das ist ein richtiger Feind. So, nochmal kurz Lampe zücken. Gut, und jetzt speichere ich, falls er mich entdeckt und mich killt. Ja, ich weiß, tut mir leid, es ist selbst der Böse und so weiter. Eigentlich. Aber das, im Ernst, das Spiel hier ist eines der härtesten Horrorspiele der Welt, also glaube ich zumindest so. Monster? Nein. Ich weiß, ich soll den Feind nicht angucken. Das Monster ist auf jeden Fall noch da. Das ist nämlich da hinten. Da. Da ist Schmacki gnadenlos dran vorbeigegangen. Ich sehe das Licht nicht. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ich hau ab. So, schon. Hauptkakerlake, ich mache hier Licht an. Das ist mir gar nichts. So. Ich kann es mir erlauben, ein paar Zunderbüchsen zu verwenden. So, nochmal nachladen hier. Nachladen, als ob das eine Waffe wäre. Ich wäre froh, wenn ich hier eine Waffe hätte, dann würde ich das Monster über den Haufen ballern. Hallo. Okay, und da Öl. So. Schnell wieder zurück ins Licht. Das Hundegejaule macht mich echt fertig. So, und weiter. Hallo? Das war jetzt kein Fehler. So, kurz im Licht bleiben. Lustiger Zustand, sieht wie aus. Leichte Kopfschmerzen.
Ahnung, danke. Zurück. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Hier, du hast deine Kerze, damit kannst du Monster verbrennen. Hoppla, das war ja eine falsche Taste. Und ich möchte diesen Zettel da lesen. Ja, das kennen wir alle schon, wie gesagt. Wenn es euch interessiert, stoppt kurz das Video und lest es euch durch. Muss vorsichtig sein. Sonst ist nämlich hier lang gegangen. So, das Lampe rauspacken. Nein, ist ja schon gut. Alles ist in Ordnung. Denn hier, ich versperre den Weg, damit keiner mehr reinkommen kann. Alles ist gut. Was ist denn da drauf? Warum höre ich die Hunde hier? Das kann doch nicht sein. Die kommen doch erst viel später. Viel Schaden habe ich genommen, eine geschnittene Dauerflecken, ja gut, noch nicht. So. Das Teil hier rausziehen, muss ich da was drin schmeißen? Wie war das? Nee. Moment, ich muss mich auf was raufstellen. So eine Büchse. Okay. Nehme ich das da. Stell es dahin. Nehme ich das da. Stell es darauf. Nein, ich stelle es anständig drauf. Nein, nicht runterfallen. Von meiner Seite Kiste. So. Alles klar. Ich krieg's nicht raus. Nee, ist nicht festhalten. Jetzt sollte ich hier ein Licht oder so anmachen, so eine Fackel. Daneben da drunter direkt. Nein. Gott. Stellst dich vielleicht an, Daniel. Ich krieg's nicht raus. Ich verbrauche definitiv zu viel Öl, noch mal so eine Laterne an. Laterne sage ich schon, Fackel meine ich. Ich darf nicht zu viel verschwinden. Auch noch was für die Hardcore-Momente. Da raus, da, alles weg. Wenn ich von da nicht rankomme, wo sonst? Von da? Mit rechte Maustaste war, oder? Ich krieg's nicht raus. Ah! So, mach auf. So, stimmt. War ja was. Ui, dreh. Alles klar. Geistiger Zustand, leichter Kopfschmerzen. Nochmal kurz ins Fackelfeuer hier. Moment, war da ein Öl? Nee, war's nicht. Glück gehabt, nicht vorhandenes Öl. So, und jetzt rein. Ja, ist mir egal, das macht nichts. Ich bin ein Mann, ich halte das aus. So, Kellerarchiv. Er brach durch die Oberfläche, das Wasser ist dunkel in Atlantik, nahm in die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen.
So, da mache ich auch jetzt nochmal Speicher, weil das wird auch richtig krass. So, gesaved. Ich habe echt einen Lauf. Wow. Ja. Mach. Ich habe keine Angst. Es ist nur ein unsichtbares, gefährliches Wassermonster. So. Das Wassermonster kann mir überhaupt nichts. So, schauen wir mal, ist hier irgendwo. Das ist jetzt doof, weil das Wassermonster wird mich verfolgen. Nein. Rennen. Leck mich, Wassermonster. Leck mich einfach. Ich glaube, ich habe die falsche Abzweigung genommen. Verdammt. Wie sieht's aus, Wassermonster? Hast du Lust auf Pflanzenreich? Nein. Das Problem ist, ich muss jetzt wieder zurück. Rennen. Ja. Ist ja schon gut. Das Monster kann mir gar nichts. Es ist zu schwach. Es ist zu langsam. Oh, es hat mich runtergeschubst. Oh. Wie viel Öl? Mehr als genug. Okay, leichte Kopfschmerzen ist auch ganz gut. Da steht es, das ist blöd. Was sieht's aus, was ein Monster, hä? Da. Ich glaub's nicht, das ist echt zu blöd. Rennen! Leck mich, Wassermonster! Egal, was hier irgendwo ist, ich werde nichts einsammeln. Ich renne einfach weiter, hier durch. Das Wassermonster ist zu schwach für mich. Rein da! Hoch da! Ho. Okay, hier mal Leichental. Okay. Hinten ist was. Wie sieht's aus, das Monster? Hast du Lust auf einen Snack? Lass mal. Okay, ist das. Rüber. Es frisst gerade genüsslich. Dies nehme ich. Muss ich überhaupt hin? Ich glaube, ich muss darüber. Das war viel zu weit. Was mache ich hier jetzt? Hast du Lust auf Nachschlag? Da! Und da! Hallo Monster? Guck mal her, ich reiche dir meine Hand zur Freundschaft. Umschauen. Da ist zu. Ah, ich muss hier drehen. Ich verstehe. Fast perfekt. Ist das auf dem Körper? Ja. Drehen. Schneller. Mein Stick! Mach auf und weiter. Okay, alles. Da ist eine Tür, da müsste ich durch. Einfach geschlossen. Nein, ich habe was vergessen, verdammt. Oh, nee. Wie komme ich jetzt zurück? Monster, lass mich in Ruhe. Nein. Ah, Moment, das brauche ich, genau. Also jetzt ist das Monster da, was mache ich jetzt? Okay, rennen! Autsch. Ich habe natürlich nicht genug aufgemacht. Oh Mann, das war blöd von mir. Ja, Fleisch kann ablenkend wirken, aber in dem Raum ist leider kein Fleisch. Ja, daneben tut das Fleisch. Mein Gott.
ist mit meinem Zeug? Ist jetzt alles verbraucht? Verdammt. Da-Monster hast du erstmal ein bisschen. Viel Spaß beim Kauen. Was ist es da? Ich komme hier nicht hoch. Moment, beenden. Ich lade am besten. Oh, war doch das hier, oder? Oh Gott. Na gut, muss sein, sonst stehe ich ziemlich schlecht da. Monster. Ist jetzt mein geistiger Zustand immer noch schlecht, oder? Konstruieren seine Zettel. Monster, da. Pflanzenreich. Viel Spaß. Ja. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Wenn du kein Pflanzenreich haben willst, kann ich das sogar verstehen. Ho, ho, ho. Okay. Dann würde ich hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Ahnung. Warum habe ich jetzt einen Hebel betätigt, wenn ich erst recht... Ah, hast du Lust auf den Kopf? Das ist blöd, ich muss zurückrennen. Rennen! Denn ich muss den Hebel nochmal aktivieren. Nein, das Monster ist hinter mir, es ist hinter mir. Ich glaube, es ist schneller als ich. Das Monster, hast du Lust auf eine Bibel? Ja, Bibel? Bist du gläubig? So, es ist abgelenkt, renn! Es hat sich umgedreht und sagt so, was? Er haut ab. Okay, links und rechts ist nicht. Weiter. Renn doch geradeaus, Mann, Daniel. Du hast zwei gesunde Beine, nehme ich zumindest an. Hoch da. Okay, alles sind gut. Okay. Monster? Hast du das nicht gesehen? Ja, nochmal. So. Ich schmeiße darüber schon mal. Jetzt sammle ich das ein. Ich schmeiße das ebenfalls darüber. Das Monster frisst erstmal. Den muss ich da hinten. Monster, da ist ein Nachschlag. Ich will mich nicht ducken, ich will springen. Monster ist dahin. Es kommt! Es ist zu niedrig! Ja, lass mich durch. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Moment. Will ich einen Laudanum verschwenden? Will es. Ja. Ich muss zwei. Ich hätte speichern sollen, verdammte Scheiße. Monster, da hinten! Scheiße! Und das lässt sich da. So, jetzt muss man mehrfach so machen. Ist ja gut, ist ja gut. Okay, warum bin ich hier aufgespielt? Bin ich dumm? So. Mehr! Es ist da! Monster. Was ist denn? Egal, wo es ist, ich gehe. Etwas Großes glitt an seinem Bein entlang und er fühlte, wie er von etwas, wie er von der Strömung des Monsters mitgezogen wurde. Er drückte sich an die Oberfläche. Hilfe, schrie er, und der Ozean verschlang ihn erneut. So. Ich weiß, er muss sich rennen, das werde ich jetzt auch tun. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die kleine Prinzessin Sarah mir so viel Mut macht. Für dieses. Ach so. Das heißt, ach so hartes Spiel. Für dieses wirklich harte Spiel. Sehr gut, ich renn. Ich hätte zumachen sollen, verdammt. Ganz lang? Ja. Ich kann jetzt keine Rücksicht drauf nehmen.
Oh. Einfach rennen, einfach rennen. Boah. Ist ja schon gut. Hier, Daniel. Hier, hier, hier. Bleib bei Bewusstsein. Rennen. Es ist hinter mir. Da ist der Ausgang. Renn. Rein da. Ja. Hintere Halle. Erfüllte, wie er aufs offene Meer getrieben wurde. Der lackierte Rumpf der SS Hortensia glänzte im sanften, warmen Gelb der untergehenden Sonne. Er wandte seinen Kopf zum ruhigen Ozean in Richtung der portugiesischen Küste und fragte sich, ist das wieder ein Traum? Das hier ist jetzt der beste Part im Spiel. Aber, ich bin wieder auf 21 Minuten. Wow, ich habe heute einen richtigen Run. Deswegen werde ich hier jetzt speichern. Ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen. Wow, heute habe ich es aber richtig dicke. Gut, ich werde so lange aufnehmen, bis mich der Mut verlässt. So viel sage ich euch. Weil diesen Schub muss ich ausnutzen, solange ich ihn noch habe. Das war Amnesia, The Dark Descent. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fett euch.